sage dir, Asrael, ich ertrage es nicht mehr. Werde ich sie denn nie fangen? Werden sie mir denn immer entkommen? Gibt es keine Gerechtigkeit in der Welt? Es ist nicht fair, es ist nicht fair, nicht fair! Papa Schlumpf wäre bestimmt nicht damit einverstanden, Jokey. Ja, was haben wir denn hier? Etwa ein kleines Geschenk von meiner lieben Mami? Merks! Pfui, pfui! Schlumpfbeerenmarmelade ist ja widerlich! Merks! Wegen dieser Schandtat werde ich euch kriegen, das verspreche ich euch! Besser als Honig, besser als Schokolade. Es gibt auch nichts Besseres als Schlumpfbeerenmarmelade. Torti macht gerade Schlumpfbeer-Honigkuchen, Handy. Ich wette, Torti macht den besten Schlumpfbeeren-Honigkuchen der Welt, Schlumpfine. Torti macht den besten Schlumpfbeeren-Honigkuchen auf der Welt. Natürlich kann nicht mal mein Gehirn über alle Geheimnisse dieses Waldes Bescheid wissen. Doch dafür hat es eine Fauli, sieh mal, was du wieder angerichtet hast. Aber ich hab doch gar nichts gemacht. Fauli, nur weil sie so gut schmecken, verzeih ich dir deine ungezogene Verhaltensweise. Scheußlicher Geschmack, wie können Sie das bloß zu sich nehmen, ohne dass Ihnen dauernd übel wird? Vielleicht sollte ich ja. Wieso nicht? Das ist es. Das ist perfekt. Jetzt weiß ich, wie ich Sie quälen kann, Asrael. Ich werde die Schlumpfbeerenstäucher zerstören. Ich wünschte, Torti würde sich mit dem Schlumpfbeeren-Honigkuchen beeilen. Geduld, Hefti, hab Geduld! Oh, Baby, ist das nicht aufregend? Dein allererster Schlumpfbeer-Honigkuchen. Torti lässt sich aber viel Zeit für den Kuchen, Papa Schlumpf. Na, hör mal, Schlaubi, ich bin sicher, wir können Torti vertrauen. Hab nur Geduld. Ich hasse das Wort Geduld! Ich habe es. Perfekt. Bis auf die letzte Schlumpfbeere. Verschlumpft ist er gut. Der beste Kuchen, den ich je gemacht habe. Ja, ich gebe zu, Torti, du hast wirklich die Gastronomie auf das Niveau der Kunst gebracht. Ehrlich? Mach dein Bäumchen auf, Kleines. Und nun, meine kleinen Schlümpfe, lasst uns Mutter Natur danken, die uns eine so gute Mahlzeit geschenkt hat. Nicht zu vergessen Torti, den exzellenten Gastronom, Meister der Schlumpfbeeren. Hurra! 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 Was würden wir je ohne die Schlumpfbeeren machen, Papa Schlumpf? Das weiß ich auch nicht, Torti. Ich glaube, das wäre eine Katastrophe. So, ihr mögt also Schlumpfbeeren. Mal sehen, wie euch das gefällt. Es hat funktioniert. Ich bin ein Genie, Asrael. Das Ergebnis übertrifft meine kühnsten Träume. Schau nur, wie sie eingehen. Schau, wie sie eingehen, Schlümpfe. Ihr werdet keinen Schlumpfbeerkuchen mehr haben. Das hier ist der letzte Kuchen, Schlümpfe. Wir brauchen viel mehr Schlumpfbeeren. Die holen wir dir, Torti. Keine Sorge. Ja, verlass dich drauf. Wir holen die Schlumpfbeeren jetzt sofort. Das ist der letzte, Asrael. Der letzte. Der allerletzte. Natürlich der allerletzte Schlumpfbeerenbusch. Wenn die Schlümpfe Schlumpfbeeren wollen, müssen sie zu mir kommen. Ja. Es gibt keine einzige Schlumpfbeere mehr. Was soll ich nur ohne Schlumpfbeeren machen? Nun, wie ich es sehe, Leute, werden wir nicht gleich in Panik geraten, sondern wir müssen alles tun, um diesen Engpass zu überwinden, denn... Wir gehen zu Papa Schlumpf. Er wird wissen, was zu tun ist. Papa Schlumpf! Du wirst sehen, Asrael, du wirst es sehen. Bald werden sie mit heraushängender Zunge zu mir kommen und nach Schlumpfbeeren betteln. Und werde ich ihnen welche geben? Nein! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Die Schlumpfbeerenbüsche sind alle tot! Tot? Es gibt keinen einzigen Schlumpfbeerenbusch mehr! Was machen wir jetzt, Papa Schlumpf? Dahinter steckt ganz bestimmt Gargamel.
Aber es ist nicht alles verloren, meine Schlümpfe. Torti, gibt es nicht noch Schlumpfbeerensamen im Lager? Seht ihr? Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Ich sag dir, dass Papa Schlumpf eine Lösung finden wird. Es gibt keinen einzigen Samen mehr, Papa Schlumpf. Keinen einzigen. Aber das ist unmöglich. Torti, hast du die letzten Samen verwendet? Ja, Papa Schlumpf, es tut mir wirklich leid. Ich hatte gestern noch Hunger und habe sie auf einen Pudding gestreut und... Großer Schlumpf, was nun? Ihr wollt Schlumpfbeeren! Ihr wollt Schlumpfbeeren! Baby Schlumpf will nicht essen, Papa Schlumpf! Ihr wollt Schlumpfbeeren! Ihr wollt Schlumpfbeeren! Ruhe, meine Schlümpfe, Ruhe! Torti hat sehr hart gearbeitet, um diese Mahlzeit vorzubereiten. Der allerletzte Schlumpfbeerenbusch. Der perfekte Köder für eine perfekte Falle. Oh, wie Schlangen hasse. Papa Schlumpf? Was gibt es, Schlaubi? Also, ich frage mich, Papa Schlumpf, ehrlichen Herzens, ob ich dir nicht irgendwie bei der Herstellung deines neuen Schlumpfbeerenersatzes helfen sollte. Dankeschön, aber ich glaube nicht, Schlaubi. Eins sage ich dir, Azrael, es gibt keinen Ersatz für Intelligenz. Ich kann es kaum erwarten, bis... Hey, unterlass das gefälligst. Verschwinde, du Vogel, du! Wenn ich etwas noch mehr hasse als Schlümpfe, dann sind es Schlumpfbeerenvögel. In Ordnung, Handy. Lass uns deine Schlumpfbeerenmaschine ausprobieren. Etwas schneller, Handy. Du machst das sehr gut. Halt mal an! Nun, Torti? Fühlt sich sehr gut an. Ja! Yeah. Die Farbe ist auch richtig. Dann probier mal! Tut mir leid, Papa Schlumpf. Sie mögen wie Schlumpfbeeren aussehen, aber sie schmecken gar nicht wie Schlumpfbeeren. Oh. Was sollen wir jetzt tun, Papa Schlumpf? Es gibt nur noch eine Möglichkeit, meine kleinen Schlümpfe. Eine Expedition muss zurück zur Insel fahren, auf der Schlumpfbeeren zum ersten Mal entdeckt wurden. Oh, wow. Obwohl es ein sehr weiter Weg ist, befürchte ich, es ist unsere einzige Hoffnung. Je eher wir uns auf den Weg machen, desto früher bekommen wir die Schlumpfbeeren. Yeah! Oh, Zwirn, ich danke dir. Es ist wunderschön. Es ist genau wie in alten Zeiten. Ich hasse die guten alten Zeiten. Denkt nur, die Zukunft und das Glück der Schlümpfe liegt in unseren Händen. Oh, wie romantisch. Romantisch? Was ist denn romantisch daran, wenn man seekrank wird? Und was, darf ich fragen, haben Seestürme mit Romantik zu tun? Was ist romantisch an eiskalten Tagen und heißen Nächten? Romantik? Ich brat sie mir, ich koch sie mir, der Rest ist mir teuer und hold. Ich leg sie ein paar in Fein oder Sechsen mach ich Gold. Hey! Ein Schlumpfbeerenbusch, das muss ich sofort Papa Schlumpf sagen. Ich sagte es ihnen zweimal, aber keiner wollte auf mich hören. Was haben sie da getan? Papa Schlumpf, Papa Schlumpf! Gargamel hat einen Schlumpfbeerenbusch. Holen wir ihn, Papa Schlumpf! Nein, Torti, das ist zu gefährlich. Es ist wahrscheinlich eine Falle. Kein einziger. Wie können sie nur widerstehen? Sie müssen etwas im Schilde führen. Bloß was? Oh, diese schmerzenden Füße, diese kleinen blauen Biester, was haben sie bloß vor? Was haben wir denn hier? Sie haben Bäumchen gefällt und es gibt Wagenspuren. Sie führen zum Schlumpffluss, natürlich. Sie bauen ein Boot. Zweifellos eine Expedition zu der blöden Insel, um wieder Schlumpfbeeren zu pflücken. Komm, Azrael. Es ist nicht mehr weit, Azrael. Gleich sind wir am Schlumpffluss. Wir sind da. Was? Ein Schlammbad? Sie haben mich ausgetrickst, Azrael. Sie haben mich wieder ausgetrickst. Was
so, diese miesen kleinen blauen Biester wollen also auf eine Seereise gehen. Ich werde dafür sorgen, dass es ihre letzte ist. Und wenn ihr wollt, für nur 6 Schlümpfe könnt ihr den Schlumpfbärenbusch haben. Freundliche Grüße, Gargamel. Das Goldfieber hat ihn wieder gepackt. Ich habe solchen Hunger auf Schlumpfbären, dass ich heulen könnte. Ich taufe dich SS Schlumpf 2. Kaum zu glauben. Ich taufe dich SS Schlumpf 2. Hurra! 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 Bedauerlicherweise kann ich an dieser Reise nicht teilnehmen, aber ich brauche euch ja wohl nicht daran zu erinnern, dass die Schlümpfe ohne Schlumpfbären gefährdet sind. Unsere Zukunft hängt von eurem Erfolg ab. Mach dir keine Sorgen, Papa Schlumpf, verstehst du? Unter meiner Führung bin ich sicher, dass... bin ich sicher? Also, ich bin sicher, dass... verstehst du? Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Da sind sie. Da ist das Boot. Sie segeln los. Lass das, du Idiot! Au! Wer weiß, vielleicht bringt der Schlumpfbärenvogel uns auch ein. Ja! Jetzt habe ich euch, ihr elenden Schlümpfe. Hilfe! Warum hilft uns denn keiner? Hör auf damit, Schlaumi. Wir dürfen jetzt nicht durchdrehen. Ich will aber durchdrehen. Wir segeln in den Nebel, Schlümpfe. Ja, richtig. Wir nebeln in den Segel, wollte ich gerade vorschlagen. Jetzt entkommt ihr mir nicht mehr. Oh nein, Azrael, Sie wollen in den Nebel segeln. Sie werden es nicht glauben, Captain. Aber da draußen ist ein Spielzeugboot voller Mäuse. Und es wird von einem Verrückten in einem Ruderboot verfolgt. Alle Mann an Deck! Alle Mann an Deck! Da sind sie ja! Jetzt gibt es kein Entkommen mehr! Was sollen wir tun? Acht Feuerwehr! Ja. Oh mein Gott, Piraten! Ich glaube, ich werde grün. Morty, Baby Schlumpf, ist alles in Ordnung? Ja, aber beeil dich bitte. Die Schlange sieht hungrig aus. Ruhig, nicht bewegen. Hast du denn einen Plan, Papa Schlumpf? Mit Vögeln, Wölfen und Eichhörnchen sprechen, das kann ich. Ach, aber mit einer Schlange? Ob sie mich versteht? Ich gehe runter in die Grube, Papa Schlumpf. Dankeschön, du bist ein tapferer Schlumpf, Fauli. Aber ich habe hier die Verantwortung. Yeah. Ganz ruhig bleiben. Langsam.
Langsam! Du, hör mal zu, mein Freund. Gargamel hat uns alle in der Falle. Oh, bitte, bitte, freundlicher Herr, ich flehe euch an. Ich habe nicht genug Wasser und Lebensmittel an Bord. Spring! Nein, bitte, ich gebe euch viel Gold, wenn ihr mich bleiben lasst. Und woher sollte solch ein Dummkopf wie du Gold haben? Die Schlümpfe, ich kann sie in Gold verwandeln. Ich glaube, einer, der denkt, dass er Mäuse in Gold verwandeln kann, muss ziemlich bekloppt sein, Captain. Spring! Oh nein, bitte! Spring! Ja! Aufwachen, Schlümpfe, aufwachen! Ich habe die Schlumpfbären gefunden! Hurra! Gleich hinter den Sanddünen! Ich hoffe, wie toll, wir sind gerettet! Fantastisch! Dann wollen wir mal endlich wieder Schlumpfbären! Die Schlümpfe, die sind fantastisch! Es gibt nur eins, das ich lieber sehe als mich. Und das bin ich beim Schlumpfbären essen. Oh, ich kann keine Schlumpfbären mehr essen. Aber oh, sie sind so gut! Ja! Gleich haben wir es geschafft. Langsam runter, ruhig. Nicht bewegen, Torti. Nicht bewegen. Oh nein! Ja. Oh, Azrael, was für ein großes Unglück, verlassen auf einer einsamen Insel. Und das alles nur wegen dieser blöden Schlümpfe. Was ist das für ein ekliger Geruch? Schlumpfbeeren. Halt euch, Schlümpfe! Zeit und Flut warten auf keinen Schlumpf. Was für ein Glück, die Schlumpfbeereninsel. Gleich werde ich meine Hände an diese kleinen blauen Biester legen. Sind diese Kreaturen, die es wagen, mein Reich zu betreten? Kommt, Freunde, lasst es uns herausfinden. Wer wagt es denn, mich zu bestehlen? Ich bin Captain Traubi, Ma'am. Und das ist meine Mannschaft. Oh, bitte, wir wollen doch nur eine Handvoll mitnehmen. Der gemeine alte Gargamel hat alle unsere Schlumpfbeerbüsche zerstört. Und wir wollen nur ein paar Samen. Wer ist dieser Gargamel? Hat jemand meinen Namen erwähnt? Gargamel! Gargamel! Ich wollte dich nicht verängstigen, mein Freund. Du hast recht. Es war sehr gemein, dich in die Grube zu werfen. Lasst uns diese Beeren pflücken und feiern, Papa Schlumpf. Ich fürchte, hier wird keine Feier stattfinden, bis die Schlumpf 2 wieder zurückgekommen ist. Und außerdem kann Gargamel jeden Moment kommen. Meine verehrte Dame, diese undankbaren blauen Geschöpfe gehören mir. Ich verpflege sie, ich gebe ihnen Unterkunft, ich liebe sie. Aber meinen Sie, sie sind dankbar, einmal den Rücken gekehrt und sie sind weg. Oh, Gargamel, das stimmt nicht. Er ist so gemein und böse und wir haben keinen Moment Ruhe. Genug. Offensichtlich ist einer hier ein Lügner. Ich verabscheue jemanden, der lügt. Ich verachte Lügner. Aber ich habe meine Methoden, die Wahrheit herauszufinden. Nicht wahr, mein Liebes? Schlumpfbäreninsel. Gargamel weiß davon, Papa Schlumpf. Glaubst du, er ist ihnen gefolgt, Papa Schlumpf? Ja, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Helft mir herauszukommen! Beeilt euch, meine Schlümpfe, Beeilung! Wo ist Torti? Torti! Ja, Papa Schlumpf? Nimm dich zusammen, Torti! Ups, Entschuldigung, Papa Schlumpf, aber plötzlich hatte ich dieses Gefühl... Ich weiß, Torti, ich weiß. Meine Möwen haben die Fähigkeit, sich Einsicht in Dinge zu verschaffen. Besonders, wenn es um die Wahrheit geht. Seid gewarnt. Versucht nicht zu lügen, sonst werden sie eure Nasen abhacken. Nun, du dort, wie ist eure Geschichte? Also, es ist so. Der Gargamel hat alle unsere Schlumpfbeerbüsche zerstört und dann... Ich bin gezwungen, dich um einen Gefallen zu bitten, mein Freund. Oh, was habe ich für diese armen Geschöpfe geopfert? Und was habe ich sie liebevoll umsorgt? Und das ist nun also der Dank. So wird meine Liebe erwidert. Einfach abhauen, das ist... Ich verstehe.
Nein, 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 nein! Verschwindet! Lasst mich mein Haar! Ich schlage vor, wir bauen noch ein Schiff, Papa Schlumpf. Noch nicht, Andy. Wir werden lieber noch ein paar Tage warten. Meinst du, dass sie wirklich zurückkommen, Papa Schlumpf? Natürlich kommen sie zurück, Fauli. Ich vermisse sie, Papa Schlumpf. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Diese verlogenen Schlümpfe, die immer wieder werden sie bis zur Verblödung schütteln. Hurra! Hurra! Willkommen zu Hause! Oh, seht! Das Babyschlumpf! So etwas habe ich noch nie gesehen, Papa Schlumpf. Anker, runterlassen! Ei, ei, Captain! Ich sehe, du hast einige Veränderungen vorgenommen, Captain Traumi. Es hat geregnet, Sir. Unglaublich. Unglaublich, einfach unglaublich, wie diese Schlümpfe lügen können. Oh, was für eine Reise. Weißt du, was ich noch mehr hasse als Schlümpfe? Seemöwen. Oh nein! Und weißt du, was ich noch mehr hasse als Seemöwen? Schlange.